In einem kleinen Dorf, da lebte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Und Barbara war überall für ihren wunderbaren Rhabarberkuchen bekannt. Deshalb nannte man sie auch Rhabarber-Barbara. Rhabarber-Barbara merkte schnell, dass sie mit ihrem Kuchen Geld verdienen könnte und eröffnete eine Bar, die Rhabarber-Barbara-Bar. Die Rhabarber-Barbara-Bar lief gut und hatte schnell Stammkunden. Und die drei bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber-Barbara-Bar, um von Rhabarber-Barbaras leckeren Rhabarberkuchen zu essen, dass man sie auch kurz die Rhabarber-Barbara-Bar-Barbaren nannte. Die Rhabarber-Barbara-Bar-Barbaren hatten schöne Bärte. Und wenn die Rhabarber-Barbara-Bar-Barbaren ihre Rhabarber-Barbara-Bar-Barbaren-Bärte pflegen wollten, gingen sie zum Barbier. Der einzige Barbier, der einen solchen Rhabarber-Barbara-Barbarenbart bearbeiten konnte, hieß Rhabarber-Barbara-Barbarenbart-Barbier. Der Rhabarber-Barbara-Barbarenbart-Barbier ging auch gern in die Rhabarber-Barbara-Bar, um von Rhabarber-Barbaras leckeren Rhabarberkuchen zu essen, zu dem er gerne ein Bier trank, das er dann feierlich das Rhabarber-Barbara-Barbarenbart-Barbier-Bier nannte. Das Rhabarber-Barbara-Barbarenbart-Barbier-Bier konnte man nur in einer ganz bestimmten Bar kaufen. Und die Verkäuferin des Rhabarber-Barbara-Barbarenbart-Barbier-Biers hinter der Theke der Rhabarber-Barbara-Barbarenbart-Barbier-Bier-Bar hieß Bärbel. Und so gingen die Rhabarber-Barbara-Barbarbaren zusammen mit dem Rhabarber-Barbara-Barbarenbart-Barbier und Rhabarber-Barbara-Barbarenbart-Barbier-Bierbar-Bärbel in die Rhabarber-Barbara-Bar, um von Rhabarber-Barbaras leckeren Rhabarberkuchen zu essen und einer Flasche eisgekühlten Rhabarber-Barbara-Barbarenbart-Barbier-Biers anzustoßen. Prost!